بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch العربية بين يديك mit der 18. Lektion الدرس الثامن عشر باب الأسرة oder الوحدة الأسرة mit dem Modul der Familie. Hier werden wir nur Kitabe haben, also Schreiben oder Schrift und deswegen werden wir das erklären und eure Aufgabe ist dann eben, dass ihr dann schreibt. So, wir haben hier Al-Kitaba, Al-Ard, die Präsentation. Wir haben Ba, Ta, Tha. Ba am Anfang so, wir nehmen diesen ersten Teil von rechts, in der Mitte diesen Haken und am Ende ist er wieder ganz normal. Ta genauso, Tha genauso. Der Unterschied ist nur, dass B hat den Punkt unten, Ta hat die zwei Punkte oben und Tha hat drei Punkte oben. Sheikh Yusuf, jetzt hier eine Frage. Und zwar, wenn ein Punkt oben ist, was ist das für ein Buchstabe? Nun. Nun, wenn zwei Punkte unten sind? Ja. Hier. Und das sind, glaube ich, alles, das sind alle diese fünf. Alle diese fünf, die ebenso ähnlich sind und man die nur von den Punkten unterscheiden kann. Wir haben dann zum Beispiel Michair, also gut, Tabib, Arzt, Talib, Student, Salli, betet, yatawadda, macht Wudu, anta, du, thawb, thawb heißt Kleid. Okay, gehen wir zum nächsten, Uthman und Kurras. Dann gehen wir jetzt runter. Man hat die letzten zwei Wörter nicht verstanden. Habe ich eigentlich extra gemacht. Also Osman sowieso ist ein Name. Kurras, ja. Das weiß ich ehrlich nicht. Kurras. Okay. Also mit Kurras, wenn es Sin wäre, dann hätte ich gesagt, das ist ein Heft. Man sagt zum Beispiel, es gibt ein Sprichwort, wenn du von jetzt an sowas lernst, wäre gut. Ich schreibe das mal. Al-ilmu fi في الرأس وليس في الكراس. العلم في الرأس. Ich habe das jetzt getrennt. العلم في الرأس. Es ist eigentlich العلم في الرأس وليس في الكراس. Das Wissen ist im Kopf und nicht im Heft. Ist eine schöne Weisheit, dass man eben auswendig lernen soll. Und ein Student oder ein Talib Helm, der nach Wissen strebt, der muss eine Regel wissen. Und zwar die Regel, dass die Mutun, also dass dieses Hauptthema, die Hauptsachen, das Hauptwissen, muss man auswendig lernen. Das bedeutet, Koran, wenn man den Wissen, also wenn man weiterlernen möchte, sich weiterbilden möchte, vor allem im Thema Islam, dann muss man den Koran zum Beispiel auswendig lernen. Es gibt keinen Gelehrter, der zum Beispiel Faqih ist, im Fiqh Ahnung hat, aber nicht den Koran auswendig gelernt hat. Oder ein Gelehrter, der eben Hadith-Gelehrter ist und den Koran nicht auswendig gelernt hat. Das geht gar nicht. Und das ist ein großer Fehler, den ich zum Beispiel gemacht habe. Dass ich mit dem Koran auswendig richtig vernachlässigt habe und erst jetzt angefangen habe. Sollte man eigentlich schon von Anfang an machen. Also das erste ist auswendig lernen, die Hauptthemen. Und in jedem Wissen gibt es auch sowas wie Mutun, Texte, die man auswendig lernt. Oder Manzumat, Gedichte, damit man das besser auswendig lernen kann. Und den Scharh, die Erklärung, die muss man verstehen. Wenn man diese beiden Sachen gemacht hat, ist man Bombe in jedem Wissen. So, jetzt gehen wir wieder runter.
التدريب Nummer 1 رقم 1 مر بقلمك على الحرف Sheikh Yusuf, was möchte er von uns? Was sagt er? Ich verstehe die zwei Wörter nicht, die am Anfang stehen. Okay, mur bedeutet so folge oder gehe. Biqalam, was heißt Qalam? Stift. Stift. Dieses bi ist dies mit ma'a qalamika. Und dieses kaf am Ende solltest du verstehen. Zum Beispiel jadduka, ammuka. Kannst du nochmal übersetzen, das mur? Okay, mur so folge oder gehe. Okay. Folge mit dem Stift. Mit deinem? Die Buchstaben. Genau. Okay, mit deinem Stift die Buchstaben. Genau. Al al-harf, auf den Buchstaben. So, auf den Buchstaben, okay. Genau. Al-Tadrib al-Thani, insach, kopiere. Nasch heißt kopieren. Und insach ist das Befehlsform, kopiere. Kannst du mal bitte wiederholen? Okay. التدريب الثاني انسخ. Das eigentliche Verb ist nesacha. Also wir löschen sozusagen den Elif und haben das Wort nesacha. Und das bedeutet kopieren. Und insach ist die Befehlsform. Kopiere. Genauso wie kataba zum Beispiel. Kataba heißt schreiben. Uktub heißt schreib. Befehlsform. Yusalli. Salli. Salli ist die Befehlsform. Yatawadda, tawadda. Das ist die Befehlsform. Yaqra, zum Beispiel, iqra, lies. Die erste Verse, die herabgesandt worden ist. Noch welche Fragen? Nein, ich habe verstanden. Okay. Dann gehen wir runter. At-tadrib al-thalith, mur bi qalamika ala al-kalima. Oben haben wir gesagt, folge mit deinem Stift. Auf dem Buchstaben jetzt hier. Auf dem Buchstaben oder was anderes? Okay. Auf die Wörter. Genau, auf dem Wort. Und was heißt nochmal Insach? Kopieren. Kopiere, genau. So, das ist dann eben sozusagen Hausaufgabe. Dann gehen wir zur nächsten Seite. التدريب الخامس. لاحظ واعد على النقاط. لاحظ bedeutet merke. واعد und wiederhole على النقاط auf den Punkten. Wir haben dann die Buchstaben und hier sollen wir dann eben immer wiederholen. التدريب السادس صل بين الحرفين. Wird das Wort ausgesprochen? Lahid oder wie? Ich gehe mal nochmal nach oben. Lahid, genau. Okay. Und das eigentliche ist Lahada. Also bemerken bedeutet Lahada. Der H bekommt dann ein Fetha. So. التدريب السادس صل بين الحرفين المتطابقتين. Was heißt das? Verbinde zwischen zwei Buchstaben, zwischen zwei Buchstaben, die gleich sind. Mumtaz, genau. So, التدريب السابع اكتب الحرف الناقص في كل كلمة. Was heißt Oktob? Schreib die Buchstaben. Oder schreib den Buchstaben. Naqis, ich weiß nicht, was das bedeutet. Naqis, der fehlt. Der fehlt, okay. Schreib den Buchstaben, der fehlt. In allen Kalima, in allen Wörtern. Und das, genau. Und wir sehen dann, Tawadda'a zum Beispiel. Unten fehlt dann eben der Buchstabe, den müssen wir dann schreiben. Thalatha, genauso. Saba'a, Hayyabina und Tisha. Was heißt nochmal Tawadda? Sie macht Wudu. Genau. Thalatha. Drei.
drei, sabaa, sieben, sieben, hayya bina, los geht's, genau, tisa, neun, nein, genau. التدريب الثامن اكتب في الدائرة الحرف الذي تنتهي به الكلمة أو الكلمات. Was heißt das jetzt? Okay, schreib in دائرة. Ich glaube mal die Lücken, ne? In dem Kreis. دائرة heißt Kreis. In dem Kreis. Okay, دائرة. Okay, schreib in dem Kreis ein Buchstabe. Nein, schreib in dem Kreis den Buchstaben. الذي دين. Okay, mach mal du, übersetz mal du, inshallah. Okay. الذي, also der, تنتهي به الكلمة, mit dem das Wort endet. تنتهي von انتهى heißt enden. Und dann sehen wir eben bei ein. Ucht, enter, enti, bait endet immer mit ta. Was heißt nochmal Ucht? Schwester. Schwester. Enter. Du? Weiblich oder männlich? Männlich. Genau. Enti. Du, aber weibliche Form. Genau. Bait. So, sag mal zu Hause oder Haus? Haus, genau. Dazu. Zu Hause, Haus, Film. Ne? Genau. Okay. Raqam 2. Wir haben Talib, Tabib, Ab, Zainab. Was heißt Talib? Student. Student. Tabib. Arzt. Ab. Vater. Vater. Und Zainab ist ein Name. Okay. Thalatha. Walid. Was heißt Walid? Auch Vater. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ab und Walid? Ab heißt, also beide heißen Vater, es gibt eigentlich gar keinen Unterschied. Nur Walid kommt von Walada. Und Walada bedeutet sowas wie erzeugen, auf die Welt bringen. Und Walid ist eben dann der Erzeuger oder der auf die Welt gebracht hat. Okay, verstehe. Das ist eben von Ishtirarat. Also dieses. Ich finde jetzt kein Wort, irgendwie konjugieren vielleicht, irgendwie sowas. Okay, Masjid. Moschee. Jet. Großvater. Aulad. Kinder. Kinder. Arba. Thalith. Hat etwas mit drei zu tun, ja. Die dritte, also hört man das, die dritte Person beispielsweise. Also. Genau, richtig. Hört man das. Genau. Okay, sag jetzt man kommt das? Der. Thalithun. Also der dritte oder das dritte, zum Beispiel. Dann haben wir Kurathun. Das lassen wir kurz mal aus. Was heißt Thalathun? Ich weiß nicht. Irgendwas mit drei. Drei. Thalathun also drei. Okay. Okay. Irgendetwas mit drei. Ist das drei? Da oben steht irgendwie, da steht Thalath und da unten Thalathun. Was ist der Unterschied? Also, wie du selbst gesagt hast, Thalath oder Thalatha, das ist eben die drei. Ganz normale drei. Zum Beispiel drei Äpfel, drei Häuser oder sowas. Thalith ist der dritte zum Beispiel. Die dritte Person, die Reihenfolge. Also drei mit dem Punkt. Okay, verstehe. Das ist der Unterschied. Und zum Beispiel Wahid. Wahid ist eins. Der erste. El-Awwal. Awwal. Und wenn es weiblich wäre, Ula. Jetzt zwei zum Beispiel, Ithnain. Der zweite wäre dann Thani. Hier fängt es an so mit dieser Waage, so Thalith, Thani. Immer so ein Elf in der Mitte. Dritte wieder
ثالث von ثلاثة und zum Beispiel أربع vier. رابع. رابع ist dann der vierte. خمسة خامس. خامس ist der fünfte. ستة سادس. Sechster und so weiter. Und jetzt habe ich auch, okay, jetzt wegen dem Kurras habe ich jetzt nachgeschaut und der sagt dann eben Mejmu'atun Sarira dun al-Kitab, also es ist eine Sammlung an Seiten zum Beispiel, aber weniger als ein Buch. Habe ich etwas heute neu gelernt. Hadith. Hadith bedeutet eigentlich, hat auch zwei Bedeutungen. Hadith heißt zum Beispiel Unfall. So und so. Fulan hat ein Hadith gemacht, Unfall. Und auch Hadith bedeutet sowas wie neu oder erneuert. Das hat ein bisschen mehr mit Mantiq und Aqida zu tun. Aber dazu kommen wir noch später, inshallah. Hast du bis hier Fragen? Okay, dann gehen wir zur nächsten Seite. So, jetzt haben wir Al-Ard, die Präsentation. Wir haben Ta, Wa und Alif. Und hier sehen wir dann eben, wie der Ta am Anfang ist, in der Mitte, am Ende. Bidaya bedeutet Anfang. Fil-Wasat, in der Mitte. Fil-Akhir, am Ende. Und dann haben wir Talib zum Beispiel, Student. Fatima, ein Name. Und Khayt. Khayt heißt sowas wie Faden. Dann haben wir Za. Za fil awwal, fil bidaya, fil wasat und fil nihaya. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Zufr. Zufr heißt zum Beispiel Nagel. Nazara, Brille. Hafiz, der auswendig gelernt hat. Und Alif. In der Mitte und am Ende. Okay. Mesa zum Beispiel. Mesa heißt nachts oder Nacht. Surya, Syrien. Hier könnte man sich fragen, warum hat er jetzt nicht am Anfang gemacht? Weil Elif, also dieser Elif an sich, kann man eigentlich nicht am Anfang stellen. Weil der ist eigentlich nur für die Verlängerung da. Wäre am Anfang, müsste er ein Hemse bekommen, damit man das lesen kann. Ausnahme ist zum Beispiel Uktub. Uktub, schreib. Da kann man eigentlich am Anfang machen. Das ist eben so die Erklärung, warum die das nicht gemacht haben. Wallahu a'lam. At-tadrib al-awwal. Warum awwal? Okay. At-tadrib al-awwal, mur bi qalimika 'ala al-harf. Also gehe mit dem Stift auf den Buchstaben. Und at-tadrib al-thani ist dann insach, kopiere. التدريب الثالث مر بقلمك على الكلمة auf den Buch, auf das Wort und dann انسخ. So. Wir gehen dann zur nächsten Seite, wenn keine Fragen da sind. خمسة لاحظ وأعد على النقاط. Merke und wiederhole auf den Punkten. تدريب ستة ضع علامة صح أمام الكلمة التي فيها الحرف. Also leg ein Sach auf den oder neben vor dem Wort, was diesen Buchstaben hat. Wir haben zum Beispiel Ta und wenn der Buchstabe ein Ta hat in dem Wort, dann müssen wir einen Haken machen. Was heißt nochmal Salla? Gebet. Nicht ganz. Gebet wäre Salah, am Ende mit einem Ta-Marbuta. Ach so. Salah ist das Verb. Er hat gebetet. Hua Salah. Vergangenheit. Natürlich, hier auch noch ein bisschen Fiqh, weil ich ja Fiqh studiere. Salah, jedes Wort hat eine Definition. Wörtliche Definition und spezifische Definition. Das
eigentliche, die eigentliche Bedeutung, die normale Bedeutung ist eigentlich Dua, also allgemeines Beten, Bittgebet. Das bedeutet Salah. Aber das, die spezifische, also im Fach zum Beispiel Fiqh, heißt Aqwalun wa Af'al, Wörter und Taten, Muftatahatun, die mit Takbir, die mit dem Takbir anfangen, Muhtatamatun mit Taslim, die mit dem Salam aufhören. Das ist eben die spezifische Definition. Talib, was heißt nochmal Talib? Student. Genau. Nazara. Brille. Brille. Mi'taf. Mantra. Habib. Arzt. Arzt, genau. Jetzt gehen wir zum Da. Was heißt Tawadda'a? Sie macht Wudu. Genau. Nazara. Brille. Hafiz. So wie Hafiz. Auswendig gelernt wird, oder? Genau, der auswendig gelernt hat. Khayt. Khayt, ich weiß nicht. Okay. Ich kenne es nicht. Faden. Faden. Genau. Schreib das dir das auf, damit du das nicht vergisst. Und dann, was heißt Zufur? Ich kenne das auch nicht. Zufur ist Nagel. Fingernagel zum Beispiel. Okay. Dann haben wir beim Elif, was heißt هذا? Das. Genau, Hammam. Toilette. Toilette. ما معنى أكبر? Am größten. Größer. Größer, okay. Kabir zum Beispiel ist groß. Akbar, größer. Al-Akbar, das Größte. Oder der Größte. Und alles andere genauso. Jamil, schön. Ajmal, schöner. Al-Ajmal, am schönsten. Zum Beispiel Sarir, klein. Azgar, kleiner. Al-Azgar, das Kleinste. Oder am kleinsten. Was heißt Mamana Walid? Vater. Vater. Ma ma'na qara'a? Lesen. Lesen. ممتاز. Und dann haben wir dann At-Tadrib al-Saba. Sil bayn al-Harfayn al-Mutatabiqatayn. Verbinde mit den gleichen Buchstaben. Das ist einfach. Und dann haben wir Thamaniya. Insakh al-Huruf al-Taliya. Kopiere die kommenden Buchstaben. Also einfach nur nochmal wieder schreiben. So, und hier bleiben wir dann inshallah stehen. Was haltest du davon, wenn wir jetzt das hier noch erklären, die im Tehanat, oder machen wir das extra nochmal oder nächstes Mal? Das doch jetzt machen. Okay. Wie du möchtest. Wir machen das lieber nächstes Mal. Das wird vielleicht ein bisschen dauern. Also, dann bleiben wir hier inshallah stehen. Rabbana afina wa'afu anna wa'ahfazna bi asrari al-Fatiha.